Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 6.05.2024. Und im DAX riecht ein bisschen nach Sonnenaufgang, sieht ein bisschen freundlicher aus, wie wir zum Freitag rausgegangen sind. Aber es wird jetzt sich ein bisschen erholen. Wir hatten uns, wenn wir an die letzte Analyse aus der vergangenen Woche zurückdenken und darüber unterhalten, dass ihm nochmal so ein Stich nach unten hier ganz gut tun würde, rein von der Wellenfolge her. Hat aber gesagt, dass ich mich gar nicht so auf dieses Tief festlegen würde wollen, sondern mir wichtiger wäre, ob er diese aus den Kanten vom Donnerstag rausgeht. Zwar 89 und 880, hat er gesagt, ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass er, wenn er nämlich drüber kommt, dann auch einfach in die Erholung reingeht, wieder reingeht in der 1880, 1800 und dann Montag, Dienstag auch 230, 260 wieder anläuft. Und wenn wir das natürlich jetzt im Hinterkopf behalten, natürlich haben wir auch unten drüber gesprochen, wenn er unter 880, dass er dann 27 und so weiter, aber es ist ja nicht gekommen. Er hat sich ja für die obere Route entschieden und quasi nur ein erstes Teilziel abgearbeitet, nämlich die 18.100 da bedient. Angesichts dessen würde ich schon denken, wenn er sich zum Montag, Dienstag jetzt hier gut macht und ich sag mal nicht nur so eine Morgenspritze 9.15 reinstellt, sondern wirklich auch nach 9.30 nach 10 Uhr neue Tageshochs generiert, hätte der durchaus das Zeug da oben eben noch ein bisschen höher zu kommen. Ja, also 18.21, darüber ist er dann erstmal wieder ein bisschen freier. Ja, ich meine, wir haben ganz klein Widerstand bei 18.150, dann aber eher was bei 18.190 und 18.260. Da hat auch letztens jemand gesagt, ich solle doch die Zahlen, die ich benenne, irgendwie noch hervorheben oder in den Chart schreiben. Also hier rechts seht ihr in meiner Kursskala das immer so hervorgehoben. Das sind diese Linien, die hier tatsächlich drin sind. Ja, wenn das irgendwo mal versetzt ist, aber ist ja hier nirgendwo, dann weil die zu nah vielleicht aneinander liegen, aber diese Zahlen hier rechts, das sind die Kursmarken. Das sind die Bereiche, die der Markt auch immer wieder ansteuert, anläuft, an denen reagiert, wo wir uns auch unsere Ziele holen, sei das eine 1880 oder was auch immer. Auch so eine 18.190, auch wenn die jetzt hier, ich sag mal, in den zwei Spitzen nicht bedient wurde. Wenn wir dann mal hier gucken, also das sind immer wieder Stationen, wo der Markt sich von oben, unten wiederkehrend immer wieder dran orientiert. Das sind dann gleichzeitig auch unsere Ziele, die können wir so mitnehmen. Deswegen schreibe ich das jetzt hier nicht jetzt nochmal als Text in den Chart rein, weil das steht ja rechts in der Skala auch dran. Und wenn ich andere Marken erwähne, wie jetzt zum Beispiel diese 18.150, dann sind die einfach untergeordnet, nicht ganz so wichtig halt, ne? Also die wichtigen, die stehen hier drin und an denen orientieren wir uns auch. Sollten da andere kommen, dann erwähne ich es speziell, aber Fakt ist, 18.80, 18.120 ist jetzt eine Teilstation auf dem Weg nach oben gewesen für die Erholung und es wird unserem DAX deswegen jetzt freistehen, oberhalb von 18.120 am Montag auch noch weitere Bewegungspunkte abzulaufen. Das wäre, wie gesagt, die 18.190 und dann 2.30 bis 2.60. Warum 2.30? Einfach, weil die letzten Hochpunkte da immer wieder gelegen haben. Er hat sich immer wieder an der 2.30 orientiert, auch hier. Das war, glaube ich, auch knapp um die 2.30 rum. Also 2.30, 2.60, das ist eine Zone, wie auch hier die 80.120. Und das wäre so für mich die Hauptanlaufzone eigentlich auf der Oberseite jetzt am Montag, Dienstag. Vielleicht sogar eher schon am Montag, aber müsste sich dann gut zeigen und auch über der 1,20 hier nach oben drücken. Das wäre so ein bisschen das favorisierte Szenario von mir. Heißt aber nicht, dass das so kommen muss. Bin ja kein Hellseher. Sollte der Markt wieder erwartend beispielsweise ein neues Hoch abverkaufen oder sich gleich jetzt von 18,80 nach unten hauen und unter einer 17,69 zurückfallen, wäre das in meinen Augen schwächer wie das, was ich erwarten würde. Und dann wäre ich vorsichtig, weil ich ihm dann nach unten einiges auch zutrauen würde. Also wenn er nach unten überrascht, dann überrascht er wahrscheinlich nicht nur mich auf der negativen Seite, sondern auch andere und würde mich deswegen dann einfach darauf einstellen, dass wir unter einer 69 auch noch wieder zurück in die 880 handeln können und unter 880 gilt dann das, was wir Freitag schon gesagt haben, dass er dann Richtung 27 und auch 640 und 530 absinken kann. Ja, 530, 560. Das wären dann die Bereiche auf der Unterseite, die wichtig wären. Wäre für mich aber erst wirklich relevant, wenn ich hier ein klares Verweigern sehe am Montag, wenn er auch unter den 69 geht, bleibt er nur ruhig zur Seite und schlängelt sich langsam nach oben, dann wäre für mich tatsächlich 230, 260 hier jetzt wieder anzupeilen und dann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Ja, das wäre ein erstes Bewegungsziel im Sinne der Trendfolge mit dem
gebrochenen Abwärtstrend im Nacken. Es sah aber sicherlich auch noch einiges mehr möglich dann später. Ja, hier im Tageschart vielleicht auch nochmal der Hinweis oder die Betonung ein bisschen, dass wir hier am mittleren Band momentan klemmen. Das heißt, er versucht sich ein bisschen in der Norm zu stabilisieren. Das gelingt ihm ja auch erstmal. Und hier wird es aus Trendperspektive auch erst wieder interessant, wenn das obere Band nach oben aufgerissen kriegt. Ja, das ist dann oberhalb von 300, kann er sich dann wieder Übertreibungsspielraum aktivieren. Solange er da quasi hier jetzt in der Normspanne drin hängt, ist es erstmal noch eine Seitwärtsschieberei. Und wenn ich mich zurück erinnere an das, was wir auch insbesondere in den Webinaren gesagt haben, als wir uns hier oben in die Zone reingetraut haben, dann habe ich gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass er bis Mitte Mai gut und gerne hier aus der Zone raus seitwärts schiebt. Oft immer wieder erzählt, wo mir dann alle gesagt haben, nee, kannst du doch nicht und mit Israel. Und das war dann ja hier die zwei, drei Tage ganz schlimm, haben mir alle erzählt, dass ich viel zu positiv bin und ich doch da Israel und Gaza und Iran und alles mit berücksichtigen solle. Und am Ende macht er doch genau das, was er eigentlich tun sollte. Ja, und bald ist Mitte Mai vorbei. Und dann dürfte sich dieses Geschiebe, was wir hier momentan noch haben, ja, und dieses Festgerinne auch lösen. Und er könnte wieder einen neuen Trendabschnitt dann reinschnuppern. Ja, aber bis dahin sind noch ein paar Tage, das sind gut zwei Wochen. Und von daher behalten wir den hier erstmal im Blick. Aber wollte es bloß schon mal erwähnt haben, hier bis 300, ja, da brennt erstmal noch keine Luft an. Da kann man auch ein bisschen seitwärts noch einplanen. Auch ein bisschen stärker hin und zurück. Kann auch sein, dass er dann nochmal ein neues Tief abverkauft. Ein neues Hoch nochmal abverkauft. Ja, und sich hier nochmal irgendwie was zur Seite. Vielleicht wird das auch irgendwie ein Dreieck oder eine Verkeilung oder irgendwie sowas. Dafür hätte hier jeglichen Spielraum. Dennoch, ich würde mich über 1,20 eher nach oben orientieren. Ja, sofern es nach 9:30 dann passiert. Und wie gesagt, unterhalb von 69 hier eher ein bisschen nach unten Vorsicht walten lassen. Ja, und ansonsten denkt an Seminar Ende Juni. Ja, letzte Juni-Wochenende. Wer kommen möchte in Frankfurt diesmal. Wer kommen möchte, Seminar at money-monkeys.com. Einfach eine Mail schreiben, ich hänge es auch hier nochmal dran. Und dann können wir alles weitere dort klären. Und ja, mehr kann ich hier nicht mitgeben. Wünsche euch einen erfolgreichen Montag. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.